Da waren viele großartige Gigs, aber ich würde sagen, dass der beste dieses Jahr im Giant Stadium in New Jersey war. Es war ein Gig, der als zweitägiges Festival mit uns als Headliner geplant war. Es endete damit, dass es für die 70.000 Besucher ein völlig verregnetes Event war. Im Endeffekt waren es dann auch nur 15.000 Besucher. Um 3 Uhr nachmittags sind wir dann auf die Bühne, ohne Licht, ohne Mischer, ohne Laser, mit nichts außer unserer Musik. Die Instrumente funktionierten auch nicht, weil sie vollgeregnet wurden. Aber der Geist der Leute, die da waren, der Crew, jedem, der im Regen getanzt hat, haben den Spirit erneut gestärkt. Das war wohl der erhabenste Gig in meinem Leben. Erinnerungen an Push Upstairs, ein Video von Graham Wood. Wir haben lange darüber diskutiert. Wir wollten etwas draußen machen, auch live spielen. Wir wollten einen Gig spielen und ihn mit dem mobilen Studio aufnehmen. Die Idee war, nach Schottland zu fahren. Und alle waren am Nörgeln. Sei doch nicht so blöd, es wird schneien, das Wetter wird beschissen sein und wenn wir Glück haben, regnet es den ganzen Tag. Dann sagten wir uns, okay, wir fahren nach Australien. Wir machen ja eher eine Tour da, lasst uns ein paar Tage früher hinfahren. Lasst uns in die Berge fahren, die schönen blauen Berge, wo man hunderte von Meilen ins Land hineinschauen kann. Lasst uns dahin und das Video machen. So fuhren wir dann dahin und es regnete. Wir konnten nicht weiter als 6 Fuß gucken. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Graham Wood, unser Producer, auf dieser Plattform stand, in den tiefen Abgrund blickte und darüber nachdachte, ob er jetzt springen soll oder doch noch über eine Idee nachgrübeln. Ihm kam eine Idee und ich glaube, es ist eines seiner besten Videos geworden. Wir sind wirklich stolz auf ihn, dass er das für uns gemacht hat. Ach ja, die Leute haben uns nachher noch gesagt, wäre es ein sonniger, wolkenloser Tag geworden, dann wären wir alle erfroren. Danke Gott, dass wir Regen hatten. Carry on.
Tomato hört sich an wie ein japanischer Suppensnack, ist aber die Art Company von Mr. Smith und Mr. Hyde. Wie es zu Tomato gekommen ist und wer von den beiden der größere Visionär ist, das erfahrt er jetzt von Karl. In the end of the 80s, Rick and myself and am Ende der 80er haben Rick, John Warwicker und ich den Bankrott hautnah erlebt. Wir waren alle in derselben Band, so Anfang der 80er, mit dem Namen Fur. Eine Gruppe von Gleichgesinnten kam zusammen, Künstler, Kunststudenten, Designer, Sprayer, Leute, die T-Shirts machten. Wir haben unsere Desillusionierung über die 80er bequatscht. Wir haben unsere Erfahrungen besprochen und wie wir, wenn wir weitermachen, einen guten Verdienst für die Arbeit bekommen, auf die wir stolz sind. Wir dachten, dass wir in der Masse sicherer sind und blieben zusammen, um zu schauen, was passiert. Und das Ganze hat dann Tomato hervorgebracht. Die Visuals in unserer Show sind der Musik klar untergeordnet. Manchmal haben wir bei unseren Gigs nur minimales Licht. Wir benutzen dann keine Videos, Screens und Laser oder anderes Equipment. Aber ab und zu entscheiden wir uns dafür, die Musik mit Videoprojektionen zu verstärken, zum Beispiel von Tomato Art, Dinge, die Rick oder ich gemacht haben, Sachen, die von Clark, unserem Lichtmischer, improvisiert werden. Das Licht wird immer improvisiert. Und diese großen, aufblasbaren Videoscreens, die wir dieses Mal mitgenommen haben. Oft glauben wir, dass die visuelle Erfahrung sehr wichtig ist. So investieren wir viel Arbeit in die Visuals. Die Technologie ist heutzutage günstiger und so können wir mehr investieren, als wir das früher taten. Wir sind autark. Wir brauchen keinen Tour-Support, da die Band alles selbst bezahlt, was man bei unseren Gigs sehen kann. Es ist schon etwas, das wir lieben. Wir versuchen jedes Mal etwas anderes zu machen. Die Herausforderung ist dann, aus diesen Standardformaten etwas Underworld-mäßiges zu machen. Aber primär steht die Musik im Vordergrund. Es ist vollkommen egal, was ihr euch anschaut, wenn die Musik schlecht ist. Außer natürlich, es sind diese Schuhe. Hi, this is Carl from Underworld. Stay tuned for Underworld Special on Dance District. Two months off. Two months off. Lasst uns über Todeserfahrungen sprechen. Oh mein Gott, geliebter Freund Graham Woods mit all seinen wundervollen Ideen, die ihm so kommen. Was für eine Freude. Ich war auf einer Promotion-Tour für eine ganze Weile. Irgendwann so um das 500. Interview rum waren wir in New York. Genau zu dieser Zeit war dort eine Hitzewelle und Graham Wood hatte diese Idee mit so einer Wasserinstallation im Wald irgendwo in Brooklyn. Ich war also in diesem Wasser und es regnete den ganzen Tag auf mich herunter. Ich dachte mir, was für ein geiler Job bei dieser Hitze. Irgendwann in der Mitte des Tages, wir hatten schon um 5 Uhr morgens angefangen, bin ich dann umgekippt. Somewhere around about the middle of the day, my body collapsed. You have to laugh, though, don't you? Da müsst ihr lachen, was? Das war in der Tat meine Todeserfahrung. Es mag wie Spaß aussehen, aber es war die Hölle. It's hell. It was hell. You bring light in, yeah. Walking in light, don't bring around you the heat.
There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, Brandon is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap. He hit the spot. And he let himself be drawn in. Let me tell you who the new remixes are. Lasst mich erzählen, von wem die Remixe von Born Slippy 2003 sind. Ich kann mich an alle erinnern. Lasst mich mal nachschauen. Paul Oakenfold, kurz nachgedacht, Rick Smith hat zwei gemacht. Auf die Mixe von Rick bin ich wirklich stolz. Er hat eine Slowdown-Version gemacht, die ich nochmal mit leiser Stimme eingesungen habe. Es klingt vielleicht nicht gerade spannend, aber es ist schön. Und seine neue Version von Born Slippy ist fantastisch und inspiriert mich auch weiterhin, mit ihm zusammenzuarbeiten. Carry on working with him. Also, London Electricity. London Electricity haben einen Remix gemacht, wirklich unerwartet. Und diese frechen Bootleggers, die wir abgöttisch mögen. Atomic Hooligan hat ein wirklich geniales Bootleg von Raz Cowgirl gemacht. Es hat uns wirklich dazu inspiriert, sie anzurufen, um den Remix von Born Slippy zu produzieren. Da habt ihr sie alle in einer Nussschale. So there you have it, in a nutshell. Well, funny, you know. Lustig, viele Leute glauben, da wären nur drei neue Videos von Born Slippy, aber tatsächlich sind da vier neue. Zähl mal nach, aber dann fragt ihr euch vielleicht, warum vier? Warum eins, wenn man vier machen kann? Wir haben es geschafft, unsere Freunde für wenig Geld dazu zu bringen, uns die Videos zu machen. Zusammen haben wir es geschafft, vier Videos zu gestalten für ein Zehntel der Kosten eines einzigen Videos. Drei Tomato-Videos. Eins, das wir im Netz haben, eins von Jason Kesee, eins von Graham Wood, der auch andere Videos für uns gemacht hat, und eins von Dirk van Doren, den wir auch viel bei unseren Videos und Plattencovern zusammengearbeitet haben. Und das vierte Video ist von Danny Boyle, den ihr ja schon von Trainspotting kennt. Er hat es geschafft, den Inhalt von Trainspotting in 3,5 Minuten darzustellen. Es ist eines der intensivsten visuellen Erlebnisse, die ich je hatte, all die Grafikelemente von Trainspotting in 3,5 Minuten zu erleben. Gut gemacht, Danny. Well done, Danny. Right, this is a video now by Graham Wood. Jetzt seht ihr ein Video gemacht von Graham Wood. Graham Wood ist derjenige, der die meisten Videos für Underworld in den letzten Jahren gemacht hat. Er hat eine große Leidenschaft für die Band und ist tief mit uns verflochten. Das Video basiert auf einem Skript, das 3 bis 4 Jahre alt ist. Es wurde in Tortilla Flats in Greenwich Village aufgenommen. Tortilla Flats ist der Ort, wo wir eine Nacht lang Bingo gespielt und mexikanisches Essen verdrückt haben. Ich habe meine Bingo-Karte umgedreht und die Worte, die ich sah, waren die von Vernita in 2 Months Off. Tortilla Flats hat unserem Leben also mehr Sinn gegeben. Hier kommt der Mann mit dem Hula-Hoop-Reifen. This is the man with the hula hoop.